Frohe Weihnachten euch allen hier bei Let's Multiplay. Wir sind heute auf dem Community-Server. Ja, man mag es kaum glauben. Wenn ich sage wir, dann wer ist denn alles da? Madlex ist da. Hallo. Dann ist der Hidan ist da. Hallo. Showtech ist im Teamspeak. Jo, halli, hallo. Dann ist noch der Tim ist da. Hallöchen. Martin ist da. Mahlzeit. Marvel ist da. Ach. Waldmeister ist da. Moin, moin. Frevel hört gerade nicht, der ist aber auch da. Und Vincent ist da, dessen Mikrofon leider Gottes kaputt ist. Aber das ist ja nicht so wild. Hallo, Vincent. So, hallo zusammen. Vorab, ja, es gibt jetzt einen Community-Server. Den haben wir jetzt, Marvin hat ihn zusammen mit Waldmeister aufgesetzt und erstellt. Und ich sage, Community-Server ist damit gemeint natürlich der Server für euch. Also für alle YouTube-Zuschauer. So, in der Beschreibung wird gleich, oder schreibe ich nochmal mit rein, den Teamspeak-Server, auf den ihr raufkommen könnt, um mit uns zu spielen. Und außerdem gibt es halt noch ein paar Mods, die ihr braucht. Wir sind hier auf der Westbridge Hills Version 2. Oder ist das 3. Marvin? 3.2, okay, gut. Auf jeden Fall sind wir da drauf, ja, das ist die Map. Sowas. Das ist die Map, auf der wir spielen. Ich zeige euch die Map jetzt mal ein bisschen. Wir haben sie hier schon mal offen. Und ja, wir haben hier den Hof, auf dem wir uns jetzt gerade befinden. Wir zeigen jetzt mal die fleißigen Helferchen hier aus Nordkorea. Danke. Ja. Also ich muss sagen, Marvin und Waldmeister haben sich wirklich Nächte um die Ohren geschlagen, um auch die Mods zu suchen, die Map zu suchen, das zu testen, alles aufzusetzen. Also vielen lieben Dank an euch dafür schon mal. Vielen Dank auch an Tom, der jetzt den Teamspeak hier nochmal eingestellt hat, umgestellt hat. Danke, Tom. ja, und an mich ein großes Dankeschön, dass ich da bin. So, wir fahren jetzt mal hier vorne los, hier. Zeigen jetzt mal die Fläche, die wir zum Feld umwandeln. Ups, ich bin schon wieder gegen Baum gefahren. Und ich spiele neuerdings auch noch mit dem Gamepad. Ich habe jetzt auch noch hier, zack, Gamepad, ne? Macht Sinn, damit zu spielen. So, und hier sehen wir schon ein paar fleißige Arbeiter, wobei die meisten haben sich gerade versteckt. Da ist Madlex. Der sitzt im Buffalo. Und versucht Bäume umzuheben. Da vorne ist der Waldmeister noch. Und ja, Marvin oder Waldmeister, wer von euch beiden mag dann kurz erzählen, was es auf der Map für Besonderheiten gibt? Ja, also hier gibt es Schweine beispielsweise. Schweine! Also, ja, echte Schweine. Hier und auch nette Mitspieler. In Zukunft wahrscheinlich auch noch verschiedene andere Dinge gehen, wenn du mal zum Silo gehen würdest und da die Liste zeigen würdest. Zum Silo? Das ist bestimmt bei uns auf dem Hof, ne? Ja. Da fahre ich da nochmal hin. So, mal kurz gucken. Ich muss mich auf der Map auch immer noch ein bisschen zurechtfinden, das muss man dazu nochmal sagen. So, Hof. Hier. Und er wird euch jetzt auch noch eine Besonderheit zeigen. Okay. Am Silo wird jetzt auch richtig von vornherein angezeigt und auch an allen anderen Stellen, wo man Sachen lagern kann, wird jetzt da genau angezeigt auf einer Tafel, wie viel da drin ist. Muss ich erstmal finden jetzt gerade hier. Warte mal. Ach, da hin. Da ist die BGA. Da sind die sieben. Was? Ach, Frevel steht schon vor. Ah, ja. Ja, da sind ein paar Sachen dazu gekommen, ne? Hallo Frevel übrigens, du warst ja eben gerade gemutet. Ja, ach wahr. Kurz AFK. Ja, sehr gut. Aber genau, hier sind ein paar Sachen dazugekommen. Richtig, sehe ich gerade. Mais, Gerste, Raps, Weizen, Hirse, Dinkel, Hafer, Roggen, Sojabohnen und Mohn. Das ist momentan, glaube ich, noch nicht verfügbar. Mhm. Aber diese Map gab es, glaube ich, schon mal im LS13 und da war es verfügbar und ich denke mal, das wird in Zukunft auch wieder verfügbar sein dann. Sehr schön. Also, weil die Mods dafür verfügbar sind. Genau. Ja, ist auf jeden Fall sehr schön gemacht. Hier nochmal einen kleinen Überblick. So, ich steige mal wieder in den Trecker ein. So. Damit wir ein bisschen mehr nochmal sehen können von der Map. So, was haben wir denn noch? Wir haben die Getreidemühle. Die Metzgerei, da können wir nochmal hinfahren, ne? Ich glaube, ich habe ein Schild für eine Kinoreklame gefunden. Echt? Wo stehst du denn? Jet Set Farming, The Rise of the Harvest Sophia. Wäre interessant zu wissen, wo du gerade bist. Ja, wir haben hier noch als Mods, haben wir oben links, sehen wir das ist der Inspector-Mod, wenn mich nicht alles täuscht.
Da sieht man jetzt, welche Spieler in welchen Fahrzeugen drin sind und auch den Ladezustand der Fahrzeuge. Oh, Marvin überfällt mich gleich hier. Und wir sehen, es ist schon jede Menge Betrieb hier auch auf dem Hof. Das heißt, ja. Aber es ist auch ganz schön so. Und ja, wie gesagt, die ganze Community ist herzlich eingeladen. Wer Lust und Interesse hat, guckt einfach unten in die Beschreibung von dem Video rein. Da gibt es nämlich die ganzen Links und auch die Mods zum Download. Die braucht ihr nämlich auch dafür. Der Server heißt bei LS15, schreibe ich auch nochmal rein, letsmultiplay.de, das ist der Servername. Und die Teamspeak-Adresse findet ihr, wie gesagt, auch nochmal in der Beschreibung. So, jetzt fahre ich nochmal eben kurz mal los, um mal zu gucken, wie wir am Feld 9 nochmal abbiegen. Ja, Forstwirtschaft, wir machen gerade ein paar Bäume, allerdings ist es doch sehr performance-lastig und noch nicht ein bisschen verbuggt. Dementsprechend machen wir alle anderen schönen Sachen mit euch. Ja. Also wer Lust und Bock hat, wir beißen nicht. Außer Hina. Jedenfalls nicht fest. Jedenfalls nicht fest. Siehst du, Hina sagt es schon. Genau, festbeißen tun wir nicht. Aber alles andere machen wir. Ja. Ja, könnt auch gerne eure Freunde mitbringen, eure Verwandten, eure Eltern, eure Oma. Omas und Opas. Ja. Jeder, der Lust und Laune hat. Ja, ja, und... Genau, hier ist der Händler noch. Das ist genauso wie Westwood Chills. Der steht ganz normal hier. Und es ist ein bisschen modifiziert, die Map. Ein bisschen schöner, ein bisschen größer, ein bisschen ansprechender gestaltet, wie ich finde. Und ja, wenn jetzt der Trecker ein bisschen schneller fahren würde. Ach, jetzt bin ich wieder falsch abgebogen. Mist. So, hat keiner gesehen, dass ich hier einfach mal so. Das ist nichts Neues, du. Ja. Stimmt, Tom kennt das und ich verfahre mich öfter mal. Ey, wer hockt da mal in Buffalo? Keine Ahnung. Und bewegt den Stamm. Ja. Kannst wieder rein, kannst wieder rein. Wer ist denn hier, was? Keine Ahnung, Play. Hätte denn wohl lieber abschließen sollen. Das ist Tim, ist das. Gott. Verdammt. Nenn dich doch bitte hier im Spiel, Tim. Okay. Dann musst du den Server verlassen, das ist auch doof. Nicht, dass wir wieder dann irgendwelche Synchronisationen haben. Cool. Ja, stimmt. Wir belassen es erstmal so dabei. Ja. Achso, und außerdem noch ein Mod, den wir jetzt auch noch drin haben, ist unten rechts die Anzeige für die Betriebsstunden, die gefahrenen Kilometer und die insgesamt Kilometer. Schönen Ausblick, Martin. So. Hier haben wir jetzt die Schweine-Annahmestelle und die Rinder-Annahmestelle. Da können wir die ganzen Tiere über Bord schmeißen. Also Rinder, Schweine können wir jetzt züchten und die dann auch gewinnbringend verkaufen. Meine ich zumindest so, mich zu entsinnen. So. Ja, wenn das dann funktioniert, was wir hoffen. Davon gehe ich ganz stark aus, ja. So, was haben wir noch hier Schönes? Dann haben wir hier noch den Mist. Hier können wir Mist kaufen. Um die Felder später zu düngen. Das haben wir hier nochmal. Ja, und dann haben wir oben noch, was haben wir noch hier? Das Depot haben wir noch, gut. Garten. Wenn du jetzt rechts abbiegst, kannst du sogar zum Baseballstadion fahren. Echt? Das ist ein Baseballstadion? Ja. Rechts abbiegen? Geradeaus fahren und dann links. Geradeaus fahren. Ups. Ja, es leckt gerade noch ein bisschen durch die ganzen Bäume. Jetzt links hier abbiegen, hier. Ja, links. Okay. Gucken wir uns das Baseballstein noch mal an. So. Jetzt musst du rechts ab, dann müsstest du es eigentlich sehen. Da ist der Parkplatz neben dir. Ja. Cool, es gibt ein Baseballstein, sehr schön. Ich hab noch ein zweites. Normal, dass wenn man gegen den Baum läuft, dass er umkippt? Nein, das ist nicht normal. Gefällt er schon. Ja, hier ist das Westbridge Hills Baseball Stadium. Und so bei Snickers. Ja. Und Mars. Und ja. Keine Zuschauer hier. Hier wird auch nicht gespielt. Ausverkauft, eindeutig. Ja. Eindeutig. Ja, ist ein schönes Baseballstadion. Das definitiv. Und wie gesagt, wir machen ein paar nette Aktionen in Zukunft. Wir wollen halt ein bisschen schön ernten zusammen. Das heißt, ihr könnt Mähdrescher fahren, ihr könnt abfahren. Wenn ihr es denn könnt. Wenn ihr es könnt, genau.
Wir sitzen daneben und trinken. Ja. Eisgekühlte Limo. Schauen euch zu. Nordkorea-Style halt eben. Ja. Ja. Ernsthaft? Nein, Nordkorea-Style wäre, wenn der Flo gar nicht erstmal hingucken würde. Ich kassiere nur das Geld ein nachher. Nee, wenn es Nordkorea-Style wäre, wäre es gar nicht im freien Internet verfügbar. Stimmt. Dann ist es North-South-Korea-Style. Oder Gangnam-Style, ich weiß es noch nicht so genau. Gangnam-Style. Boah. Ja, der war schlecht, der war ganz flach, ich weiß. Nein, aber... Kim-Jong-Opa-Style. Ja, stimmt. Aber wir dachten, es ist vielleicht ein ganz nettes Weihnachtsgeschenk von Let's Multiplay für euch halt eben, für die treuen Zuschauer. Und da wir ja nicht allen Leuten einzeln was schenken können, haben wir es halt eben so gemacht. Na. Können wir nochmal hupen hier. Hupen funktioniert immer. Funktioniert immer noch nicht richtig, die Hupen. Na? Also ich habe hier eine Hupe. Eine. Nicht zwei Hupen, sondern eine. Oh, wieder ins gegen Laternenmast. Ich versuch den Typen da zu erwischen. Ach so. Dafür triffst du ihn hinter. Wir sind hier nicht im Bausimulator, ne? Und auch nicht im, wie hieß das andere Spiel noch, wo man die ganzen Sachen abreißen muss? Demolition Simulator. Ne, ja. Demolition Company. Demolition Company. Da warten wir auch nochmal auf uns. Ah! Da warten wir immer noch auf den zweiten Teil. Na? Naja, so, man darf gespannt sein. Genau, also, wie gesagt, Teamspeak-Adresse unten in der Beschreibung drin, Server-Adresse unten in der Beschreibung drin, Mod-Download unten in der Beschreibung drin und alles andere ist auch unten in der Beschreibung. Kommt gerne Kontodaten. Kontodaten, ja. Mit geheimer PIN-Nummer, ne? Sehr wichtig. Paysafe-Code-Nummern. Paysafe-Code-Nummern, alles, ja. Habe ich auszusehen mit reingefügt. Steam-Account. Nein. Steam-Account, ja. Aber natürlich nur benutzte, ne? Um die Zuschauer zu ärgern. Richtig. Wir haben 1000 Benutzer kurz reingefügt. Einer davon funktioniert noch. Ja. Nein, also wir freuen uns über rege Teilnahme. Während Hidan hier den Park verwüstet. Und vor allem Hidan auf dem Benutzen sind dann nur 5 Cent oder so Restbetrag. Geht das überhaupt mit der PaySafeCard Restbetrag? Ja. Ja. Du musst nur so abbuchen, dass nur 5 Cent übrig sind. Ah. Ja, also 1000 PaySafeCards. Nein. Nee, das wird das große Special. Das wird das große 1000 Abonnenten. Nein. Oh. Für euch von uns. Genau. Du willst dich nur vor seinem richtigen 1000 Abo Special drücken. Ja, ja, ich drück mich davor. Ich habe jetzt ja zu Weihnachten eine HD-Cam geschenkt bekommen. Eine Webcam. So, ne? Und zu Silvester gibt es den Rasierapparat. Ja. Den brauche ich dann wahrscheinlich wirklich. Ja. Nein, also wie gesagt, schaut gerne vorbei. Wir freuen uns. Ne? Und genau, solange arbeiten wir jetzt noch ein bisschen weiter hier und schauen mal, dass ich mich jetzt nicht wieder verfahre hier, was ich hier ganz gut kann, verfahren. Und ja, dann sehen wir uns bald im Spiel, auf dem Teamspeak und im Internet. Im Internet, ne? Neuland. Neuland, alles Neuland. So. Beim für Flo. Vielen Dank. Die weiteren Videos folgen in Kürze, auch wieder zur LS15. Dann auch mit euch dabei, ne? Das habe ich auch vergessen zu erwähnen, ne? Mit der Community ein paar Videos. Genau. Und wenn ihr noch Vorschläge habt, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Das auch. Like das Video gerne, abonniert uns und Kommentare sind natürlich auch immer erwünscht. So, jetzt sagen wir alle gleichzeitig Tschüss. Schaffen wir das? Nö. Soll ich runterzählen? Ja. Ich zähle runter. In 3, 2, 1. Tschüss! Tschüss! Hallo! Ostern! Freundschaft!